Worum geht es hier, liebe Schwestern und Brüder, in dieser Auseinandersetzung Jesu mit seinen Zeitgenossen? Es geht nicht um Ansprüche, es geht nicht um Einflussnahme, sondern es geht um alles, denn es geht um Gott. Es geht nicht darum, ob man Abraham für sich reklamiert, wie wir das heute auch tun, und wir sprechen von abrahamitischen Religionen. Es geht um Gott, wie Gott ist. Wenn wir den Satz sagen, Gott ist Vater, dann haben wir sein innerstes Wesen verstanden. Adrian von Speyer bemerkt kritisch, dass die Zeitgenossen Jesu zwar diesen Satz benutzen, ihn aber nicht verstehen, weil sie die Konsequenzen dieses Satzes nicht leben. Sie stellen diesen Satz wie eine Prämisse in den Raum. Und ich habe zunehmend den Eindruck, dass auch wir genau das tun. Wir reden selbstverständlich von Gott als Vater. Wir sprechen im Glaubensbekenntnis davon. Fast jede Oration des Messbuches spricht davon. Wir sprechen Vater unser im Himmel. Das geht uns ganz selbstverständlich von den Lippen. Aber was heißt es? Wir sehen an den Zeitgenossen Jesu, dass man daraus auch aus diesem Begriff des Vaters eine Schablone machen kann, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Wir lernen von Anfang an im Johannesevangelium, dass die gültige, die einzig gültige Übersetzung Gottes und des Vaters Jesus Christus selber ist, der Sohn. Immer wieder spielt das eine Rolle in der Auseinandersetzung mit Jesu Zeitgenossen. Wenn ihr den Vater kenntet, dann würdet ihr mich anerkennen. Man kann nicht den Vater ohne den Sohn haben und den Sohn nicht ohne den Vater. Es ist die Offenbarung des innersten Geheimnisses Gottes, wenn Jesus von Gott als Vater spricht. Und nicht nur von ihm spricht, wie als eine Behauptung, sondern es lebt. Was die Zeitgenossen Jesu nicht verstanden ist, dass wenn man Gott als Vater bezeichnet und ihn nennt und ruft und so zu ihm betet, dass man dann noch die Konsequenzen ziehen muss, nämlich immer im Gehorsam bleiben muss. Ich tue das, was ich beim Vater gesehen habe. Ich tue das, was der Vater mir sagt. Jesus wird gar nicht müde, das zu betonen. Und das ist sozusagen die Ausfaltung des innersten Geheimnisses Gottes. Deshalb müssen wir uns an Jesus und seinen Weg halten. Auch nicht nur als Begriff, sondern im konkreten Verhalten. Wir müssen lernen, sein Wort zu tun, weil wir damit dem Gehorsam Jesu in unserem Leben eine Gestalt geben und unser Beten und unsere Bezeichnungen Gottes glaubwürdig machen. Und es ist nicht von ungefähr, dass gerade heute bis tief in die Kirche hinein, bis tief in die Theologie hinein, genau die Vaterschaft Gottes bestritten wird. Entweder als ganz subtil, indem man sagt, naja, das ist eines der vielen Sprachspiele, mit denen Theologen aller Zeiten von Gott reden. Was heißt das Sprachspiel? Es geht nicht um Sprachspiele. Natürlich trägt auch dieses Wort ein menschliches Kleid. Wir haben nichts anderes zur Verfügung. Aber dennoch trifft es den innersten Wesenskern Gottes. Man sagt damit nicht alles von ihm aus, aber man trifft sein innerstes Wesen. Er, der gekommen ist, seinen Willen zu tun, bis zum Ende, bis zum blutigen Ende, bis zum tödlichen Ende. Er ist es, der uns übersetzt, was es heißt, Vater und Sohn zu sein. Und er nimmt uns bei der Hand und führt uns durch alles Elend hindurch, auch durch den Tod hindurch, zu ihm. Er führt uns in dieses innerste Wesen Gottes, an das Herz des Vaters.